Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur GPL und damit zu Spieltag Nummer 8 und damit natürlich auch zu Teambuilding Nummer 8. Es geht gegen den guten Belly heute und wir haben natürlich, bevor wir zum Matchup kommen und bevor wir uns dann letztlich dem Team widmen, was wir heute mit dabei haben, haben wir natürlich noch ein paar Sachen, die wir abhaken müssen. Zum Beispiel, welche vier Pokémon haben sich jetzt hier reingeschlichen in unseren Kader? Das werde ich natürlich nur ganz kurz nochmal erwähnen. Ihr seht es ja gerade auch schon eingeblendet, weil es gab ja dazu ein eigenes Video quasi. Ja, ich bin sehr gespannt, was diese vier Mons, Cramor, Amigento Unlicht, Trombog und Voltula so reißen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch heute schon ein, zwei Kandidaten von den Neulingen sehen werden. Es bleibt gespannt. Ja, wer von diesen vier Kandidaten ist euer Favorit? Auf wen hofft ihr? Wen wollt ihr sehen? Wen wollt ihr performen sehen? Meine persönlichen Favoriten darunter sind auf jeden Fall Trombog und Amigento Unlicht. Auf die habe ich sehr, sehr Bock. Aber ich hoffe auch, eine Menge aus Voltula rausholen zu können. Und Cramor wird halt hoffentlich stocksolide performen. Das wäre ganz cool. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Aber hey, wir gucken zuallererst mal in die Statistiken rein, wie es denn nach dem 7. Spieltag, der ja mittlerweile jetzt 2 Wochen her ist, insgesamt so aussieht. Und zuallererst haben wir natürlich wieder unseren Kader, den wir uns angucken können, der sich jetzt ein bisschen erweitert hat. Unten, hier ne, auf dieser Höhe quasi, seht ihr die vier Pokémon, die jetzt draußen sind. Kagoron, Fruyal, Bisufang und Raichu haben alle zumindest einen Kill gemacht, außer Raichu leider. Aber hey, die werden hier leider keine Kills mehr mit dazu holen können. Ich glaube aber, die Zählung für Kagoron dürfte dann bei Regi weitergehen, denn unser Ron Weasley ist ja, Kagoron Weasley ist ja leider erstmal rübergewechselt zum guten Reggie Bangalos. Ja, dafür natürlich jetzt die neuen Kandidaten dabei ohne Kills. Beim letzten Mal waren unsere Matchwinner diejenigen, die die Kills geholt haben, aber Akani mit einem, Barakifa mit 2, also auch der steigert sich so langsam, der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, aber so langsam macht er echt ganz gut Druck. Und Terrakium mit 3 weiteren Kills. Und das ist tatsächlich ganz nice, denn Terrakium hat tatsächlich geschafft, Kyurem 6 Kills von Spieltag Nummer 1 gegen Belly, mal sehen, ob sich das heute wiederholen wird, zu überholen. Er hat zwar die gesamte restliche Hinrunde gebraucht dafür, aber Terrakium ist jetzt an Kyurem vorbeigezogen. Und ja, mal sehen, ob Terrakium die Leistung halten kann und mal sehen, ob Kyurem mal wieder nachlegen kann. Wäre auch sehr wünschenswert. Kleiner Bräulerbert, okay? Wie sieht das jetzt aber aus in der insgesamten Killliste? Haben wir Terrakium, Kyurem, haben die eine Chance noch auf die Spitze in der Rückrunde jetzt? Wir werden sehen. Wir gucken rein und wir sehen, Kanapuldra ist auf Platz 1 mit 14 Kills und 5 fucking Punkten, also 5 Kills Abstand zu Platz 2, was dann Demetros T ist, und danach folgen sehr, sehr viele Pokémon mit 8 Kills und darunter befindet sich auch Terrakium. Ist also quasi auf Platz 3 aufgrund seiner Kills-Match-Differenz quasi, ist er aber noch ein bisschen unter Deponitox, der nicht mehr in der Liga ist, zumindest ein Konkurrent weniger. Und Krebutak. Ja, mal sehen. Also 6 Kills aufzuholen und dann darüber hinaus auch noch die Kills zu machen, die Kanapuldra jetzt in der Rückrunde holen wird. Eher ein bisschen schwierig, but we will see, okay? We will see. Ich glaube, Ele ist momentan auch wieder so ein bisschen am Schwächeln. Von daher, vielleicht ist jetzt unsere Chance, Terrakium. Let's go. Wir holen uns irgendwie noch die Spitze. Ja, und dann gucken wir natürlich auch mal weiter, wie sieht es denn in der richtigen Tabelle aus? Denn die ist ja auch ein bisschen relevant zumindest. Und wir konnten uns durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen Precani auf dem 5. Platz festsetzen. Denn interessanterweise hat Present verloren, ich habe gewonnen in unserem Match. Aber ich bleibe auf meinem Platz, während Present trotz Niederlage einfach einen hochklettert. Denn die gesamte Tabellenspitze hat verloren, der Erste, der Zweite, der Dritte. Und dementsprechend drückt hier alles ein bisschen näher zusammen. Downy hat gewonnen und alles unten hat so ein bisschen gewonnen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, ja, okay, wir haben 3 Punkte Abstand nach unten. Also wir können jetzt verlieren, diesen Spieltag, und könnten auf dem letzten Tabellenplatz landen. Das ist ziemlich beschissen. Aber wir haben auch 3 Punkte nach oben auf den 2. Platz. Also wir spielen gerade komplett überall mit, außer vielleicht, wenn es um den Titel geht, der immer noch theoretisch drin ist, praktisch, aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber ja, wir sind komplett im Mittelfeld. Es ist eine spannende Situation und wir sehen an der Situation, dass wir gegen Belly, gegen Igalima Empoleon spielen,
aber auch, dass das hier wieder so ein 6-Punkte-Match ist. Denn wenn wir verlieren, kann Belly uns einfach überholen. Dann ist es so, als würden wir verlieren und Belly gewinnen. Ist de facto auch so. The fuck. Aber wenn wir gewinnen, dann ist es halt so, dass wir gewinnen und Belly verliert. Das heißt, er kriegt keine Punkte, wir kriegen 3 Punkte dazu. Das heißt, wir können unseren Abstand auf 6 Punkte ausbauen. Und das wäre natürlich sehr, sehr nice, aber wäre auch sehr, sehr schwierig, wenn wir hier verlieren würden. Wir gucken uns natürlich auch die anderen Matches mal an, gerade wie Actipico und Pillamons heute oder gegen wen die ran müssen, ist für uns natürlich auch relevant im Abstiegskampf. Aber wir dürfen auch so ein bisschen leicht nach oben schielen. Ja, ein bisschen können wir nach oben gucken. Das sind die Matches des heutigen Spieltages oder des morgigen Spieltages. Downy gegen Ele. Das bedeutet, der Dritte trifft auf den Vierten. Einer von beiden wird also verlieren. Und da wir mit einem Punkt, einem Differenzpunkt, eine relativ gute Differenz haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wenn wir gewinnen sollten, dass wir einen Platz auf jeden Fall safe nach oben klettern können. Das ist ja schon mal gut. Zweites Spiel ist dann Kusha gegen Present. Und hier sehen wir, der Zweite trifft also auf den Sechsten. Wenn wir gewinnen, ist beides gut für uns, weil wir entweder den Abstand zu Kusha ausbauen oder theoretisch sogar Present überholen könnten. Beides möglich. Beides wäre natürlich ganz nice. Und dann haben wir natürlich den Kampf von uns gegen Belly und zu guter Letzt noch Bene gegen Regi. Das heißt, der Erstplatzierte trifft auf den Siebten. Die Chancen für Regi hier zu gewinnen sind dementsprechend, wenn man sich die Tabelle rein anguckt, natürlich nicht so mega hoch. Aber ich sag, jedes Match ist ziemlich ausgeglichen hier in dieser Liga und von daher bin ich sehr gespannt, ob Regi da Punkte holen kann oder nicht. Wenn er es nicht schafft, können wir gleichzeitig mit einem Sieg die Differenz zu den Abstiegsplätzen generell um 6 Punkte ausbauen. Und das ist auf jeden Fall unser Ziel am heutigen Spieltag. So, das also die Partien. Wird sehr, sehr interessant. Ich habe richtig Bock wieder auf die GPL. Die Pause tat mir sehr gut. Und mal sehen, ob wir das auch am heutigen Team irgendwie merken werden oder nicht. Wir spielen auf jeden Fall gegen Iga Lima Empoleon. Und das ist das Team. Und beim letzten Mal, also das ist für uns eigentlich so ein Match, was wir noch nie gespielt haben. Weil beim letzten Mal war es eigentlich so, dass Kyurem fast alles allein gemacht hat, weil wir Tangela und Shanira abusen wollten mit einem Delegator, es gegen Shanira geschafft haben, Drachentanz gesetupt haben und dann sind wir mit Eisspeer und Dunkelklaue durchgegangen. Und ja, jetzt hat sich natürlich ein bisschen was am Kader verändert. Die beiden passiven Mons, Tangela und Shanira, sind beide aus dem Kader rausgegangen. Ansonsten hat Zoroark den Kader noch verlassen, gegen den wir, glaube ich, doch, der war, glaube ich, dabei. Und stimmt, der hatte sogar noch einen Eisspeer irgendwie überlebt, weil wir nur 2-mal getroffen haben oder sowas, meine ich mich zu entsinnen. Und ansonsten ist noch irgendein anderes Pokémon rausgewechselt, das ich gerade tatsächlich nicht mehr im Kopf habe. Aber ihr seid ja bestimmt schlauer als ich. Reingekommen, das ist ja das, was jetzt letztlich relevant ist, sind Viscogon, was gegen Kyurem zumindest jetzt erstmal nicht viel besser dasteht. Könnte man denken im ersten Moment. Wir werden gleich nochmal drüber sprechen. Aranestro ist mit reingekommen. Was natürlich nochmal sehr bulky ist, aber auch sehr viel Damage raushauen kann. Aber auch Klebenetz zur Verfügung hat. Das heißt, Klebenetz gegen Klebenetz jetzt so ein bisschen das Battle. Dann haben wir Alolas Nubilicat mit dabei, was ja Zoroark Speed so ein bisschen ablöst. Ähnlich schnell ist, bisschen schneller noch. Aber, und dasselbe Typing hat, aber insgesamt halt nicht so richtig viel Druck aufbauen kann wie Zoroark und nicht so viel Verwirrung stiften kann. Trotzdem kein schlechtes Mon. Ist auch ein D-Tier-Pokémon, von daher kann man auf jeden Fall machen. Und Stalos ist ebenfalls drin. Und Stalos ist natürlich nochmal bulky, bringt hier nochmal ein bisschen Stabilität in den Kader rein und vor allem auch nochmal Tarnsteine, die sicherlich auch nicht zu verachten sind. Ja, ich werde es jetzt nicht so machen, dass ich nochmal auf den gesamten Kader eingehe, sondern vor allem vielleicht auf die 4 neuen Mons und so ein bisschen nochmal hervorhebe, was für uns gefährlich ist, was ich auf jeden Fall erwarte. Und es sind tatsächlich einige Pokémon dabei, die beim letzten Mal schon gefährlich waren, die auch weiterhin gefährlich bleiben, weil der Kader ändert sich ja nicht komplett. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass immer noch diese Geist-Unlicht-Schwäche vorhanden ist. Also Geist und Unlicht hat ja bei Belly sehr, sehr viel getroffen beim letzten Mal. Also gerade wenn du physisch agierst. Und da hat sich jetzt eigentlich
nicht viel dran geändert. Also klar, es gibt so Aranestro, der da jetzt ganz gut reinkommt, sage ich mal, ne, ebenso wie, genau, Lamus hat ja die Geistschwäche, aber gegen den Gefriertrockner von Kyurem zum Beispiel ist Aranestro jetzt auch nicht super gut aufgestellt. Amigento Drache war übrigens das andere Pokémon, was rausgewechselt ist noch. Kommen wir aber erstmal zu Aranestro nochmal, ja, also wie gesagt, Klebenetz ist mit dabei, super gut in der speziellen Defensive, aber durch die Fähigkeit Wasserblase auch offensiv sehr gefährlich, denn dadurch werden ja die Wassermoves verdoppelt von der Stärke. Ansonsten hat Aranestro jetzt nicht die krasse Durchschlagskraft, aber dadurch, dass Wasserattacken verdoppelt werden von der Stärke, kann der extrem reinballern, insbesondere natürlich mit einem Walband oder sowas. Ob das kommen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Der kann ansonsten auch noch so ein paar kleine Tricksies, wie, ich glaube, Magiemantel zum Beispiel, könnte der Hazards einfach zurückwerfen, wäre eine Option. Aber natürlich vor allem auch das Klebenetz, was uns ein bisschen stärker trifft als ihn. Denn unsere schnellen Pokémon sind Barrakifa, Elfun, Voltula, Terrakium, Kyurem, Akani, Amigento. Dabei belassen wir es mal, das sind so unsere schnellen Pokémon und die berühren allesamt den Boden. Das heißt, Klebenetz ist gegen die tatsächlich ganz gut. Während unser Klebenetz Aerodactyl, Alolas Nobilikat und ich sag mal noch Zapdos sehr gut trifft. Ja? Wir stellen also fest, von seinen schnellen Pokémon sind viele in der Luft, von unseren nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, Klebenetz könnte gegen uns kommen. Für uns macht das Klebenetz wenig Sinn. Was aber auch auffällt, ist direkt, dass das Team relativ slow ist, ne? Also wir haben Nidoking mit einem 150er Speed und da kann fast unser gesamtes Team irgendwie drüber kommen, wenn wir so wollen. Also unser Team ist nochmal ein Stückchen schneller geworden, was ganz cool ist, was ich ganz, ganz nett finde. Und Zapdos, das nächstschnellere, wird ja gerne mal defensiv gespielt. Von daher, das könnte dann auch von all den Pokémon outspeedet werden. Dann gibt es Alolas Nobilikat, wo man nicht so ganz genau weiß, wird das jetzt letztlich mitkommen. Wir können ja kurz über Alolas Nobilikat reden, wenn wir schon mal dabei sind. Ist halt super schnell, kann mit Abgangstirade Momentum reinbringen, hat halt auch so tricky Moves wie Abschlag, Mogelhieb. Und so weiter und so fort. Hat eine solide Coverage tatsächlich, also sowas wie Mülltreffer, Samenbomben und so. Deswegen könnte ich mir auch offensives Snobilligat vorstellen. Kann man aber auch tatsächlich speziell offensiv spielen. Da hat es, glaube ich, auch ein paar Optionen. Sowas wie Standpauke wird dann zum Beispiel durch Techniker geboostet, was eine der Fähigkeiten ist. Der hat ansonsten noch Fellkleid natürlich zur Verfügung, was alle physischen Moves reduziert von der Stärke her. Das heißt, bulky kann der auch sein, auch wenn es die Werte erstmal nicht glauben lassen. Und von daher kann man den gerne mal irgendwo reinwerfen und damit Abgangstirade rausgehen, Momentum erzeugen, gleichzeitig die Durchschlagskraft der Pokémon reduzieren, um eigene gefährliche Mons wieder reinzuwerfen, sowas wie Nidoking oder so. Von daher finde ich den nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht das Pokémon, was ich dringend, zwingend, unbedingt erwarte. Zu Aranestro noch, kann natürlich auch noch eine zweite Fähigkeit haben und die könnte sogar sehr nervig für uns sein, nämlich der H2O-Absorber, denn wir haben zwei Wasser-Pokémon mit Sumpex und Barrakifa und wenn er Bock hat, kann er auch einfach statt Wasser-Resistance die Wasser-Immunität mitnehmen. Könnte er machen. Dann bleiben wir beim Speed. Nächstschnelleres Pokémon nach Alolas Nobilikat ist Aerodactyl und vor dem habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, denn der könnte die Coverage spielen, um unser gesamtes Team gut unter Druck zu setzen. Es gibt natürlich so ein paar Knackpunkte, an denen er vorbeikommen muss, sowas wie Sumpex, sowas wie Cramor. Aber abseits davon, ist der nicht ungefährlich auf jeden Fall. Und deswegen könnte ich den definitiv auch noch sehen. Ja, dann haben wir Viscogon. Viscogon ist für mich eine absolute Wundertüte. Der ist flexibler, als der im ersten Moment immer aussieht. Und der ist vor allem bulkiger als der. Also man hat immer schon im Kopf, der ist fucking bulky. Aber holy shit, ist der bulky. Also wenn wir zum ersten Mon kommen, werde ich nochmal ausführlicher drüber reden, wie bulky der ist. Aber holy macaroni. Der hat einen gesunden Speed. Also der ist nicht so langsam, wie er aussieht. Man kann da gerne auch mal einen Wahlschall drauf spielen und dann würde der unser gesamtes Team outspeeden, was jetzt nicht so cool wäre. Der hat eine ordentliche Coverage am Start, wie viele Drachen-Pokémon, aber auch sowas wie Blattgeißel zum Beispiel. Pflanzen-Moves haben jetzt nicht unbedingt alle Drachen-Pokémon am Start und Blattgeißel ist dann natürlich ein sehr guter Move gegen unser Sumpex zum Beispiel. Und ansonsten auch sehr, sehr viel anderes Zeug zur Verfügung. Der hat nice Fähigkeiten mit Viskosität zum einen, was, glaube ich, bei Kontakt die Initiative senkt. Finde ich nicht so cool. Zweitens hat er Hydration zur Verfügung. Da spielt man ja dann ganz gerne mal Erholung. Regentanz-Set mit Hydration dann, weil Hydration ja im Regen eine hohe Chance hat
Oder hundertprozentig? Ich glaube sogar hundertprozentig die Erholung oder die Statusveränderung dann halt. Von daher braucht man da nicht Schlafrede, sondern spielt einfach Regentanz. Regentanz inklusive Dingens. Was eine ganz gute, grundlegend ganz gute Sache ist. Und die dritte Fähigkeit ist dann Vegetarier, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich auch nicht so schlecht, weil wir auch zwei Pflanzen-Pokémon am Start haben. Von daher will man vielleicht hier auch eine Immunität gegen Pflanzenattacken haben. Gleichzeitig seinen Angriff erhöhen und Viscogon kann man theoretisch auch offensiv, also physisch offensiv spielen. Hat halt Blattgeißel, Erdbeben, Wudanfall. Von daher, die Moves sind auf jeden Fall am Start. Ja, letztes Pokémon, was neu mit dazugekommen ist, ist dann Starlos. Starlos ist für mich immer, haben wir ja letzte GPL-Season gehabt, war solide. Starlos ist für mich irgendwie so ein Pokémon, was nie so tausendprozentig das macht, was es machen soll letztlich. Ist immer ein bisschen schwächer, aber trotzdem ist es immer da und ein Problem für den Gegner gleichzeitig an dem vorbeizukommen. Das ist so immer mein Eindruck von Starlos. Also irgendwie ist der, ja, der bleibt immer so ein klein bisschen unter den Erwartungen zurück. Aber der kann auch mal ganz gut sein und ist selten wirklich schlecht. Der ist halt bulky, ist Fakt. Der hat Robustheit und Ruhe Gewalt als, sag ich mal, die wahrscheinlichsten Fähigkeiten, die kommen können. Robustheit, wenn er Angst hat, gewone-shottet zu werden von irgendeinem Pokémon. Ich meine, wir haben viele Mons, die den sehr effektiv treffen könnten. Dann ist Robustheit, denke ich, die Qual der Wahl. Wenn er sowas wie Eisenschädel spielt, dann macht sicherlich auch Ruhe Gewalt Sinn, weil er dann nochmal ein bisschen den Damage-Output erhöhen kann. Man kann ja auch sogar, ich glaube, wir haben auch mal spezielles Starlos gespielt mit Lichtkanone, Erdkräfte und sowas. Könnte man theoretisch machen, weil der Angriffswert, glaube ich, auch schon nicht so super hoch ist. Spezialangriffswert ist dann halt auch gering, aber durch Ruhe Gewalt und so geht das schon mit Leben Orb. Kann man also auch offensiv spielen, hat Drachentanz dazu bekommen, aber vor allem macht der wahrscheinlich sowas in Richtung Body Press, Tarnsteine, Toxin, bisschen Recovery drauf spielen, Form von Überresten einer Beere oder sowas. Oder Antibären, Antikampfbeere und dann mit Erdbeben Terrakium rausnehmen oder sowas. Das ist auch eine Option, die ich auf jeden Fall sehe. Von daher, der kann mitkommen, muss nicht mitkommen, ist so ein Ding, was man nicht so tausendprozentig einschätzen kann, meiner Meinung nach. Ja, lang genug über den Kader gesprochen, über die Neuerungen, die da sind. Ansonsten sehe ich auf jeden Fall Durengard noch als gefährlich für uns, an dem kommen wir nicht so easy peasy vorbei. Zapdos, immer ein super guter Check für viele Pokémon, gerade auch Statik, sehr, sehr nervige Fähigkeit, da kommen wir auch schon zu Lamus und Nidoking. Lamus mit Belebekraft, Teleport, kann halt immer die offensiven Mons gut reinbringen, fängt halt super viel ab, checkt auch von unserem Team recht viel, also der kommt solide in Arcani, Terrakium und Barrakiefer rein, die haben zwar alle Coverage-Moves, aber die One-Shotten halt selten und dann kann Lamus halt den Hit nehmen, also auf den er reingeswitcht kommt, dann den sehr effektiven Hit oft nochmal nehmen und dann kann er nochmal zurückschlagen, ne? Und mit Psychokinese zum Beispiel super gut gegen Terrakium agieren, mit Wasserattacken sehr gut gegen Arcani agieren und Barrakiefer hält ja eh nicht sonderlich viel aus, von daher Lamus hier auch definitiv ein sehr gutes Pokémon. Nidoking immer gefährlich, wir haben zwar solide Switch-ins oder einen soliden Switch-in mit Zumpex, weil er keine Pflanzen-Coverage hat. Von daher muss er nicht unbedingt mitkommen, aber Zumpex hat halt auch nicht, ist auch nicht das langlebigste Pokémon der Welt. Von dem her Nidoking auf jeden Fall auch gefährlich. Gardevoir kann auch sehr viel in unserem Team unter Druck setzen, ist sowieso eine Wundertüte. Und gerade das Gardevoir vom letzten Spieltag, uiuiui, das hat echt richtig viel Work gegen Ele gemacht. Und da weiß man auch nicht so genau, was kommt da. Kommt da langweilig Scarf, kommt da langweilig Wahlbrille, kommt da irgendein abgefahrenes Set, kommt da Setup, weiß man nie so genau. Also gerade war für mich auch eine Wundertüte, aber auf jeden Fall nicht schlecht gegen unseren Kader. Ne? Könnte auch so Salkabeere oder sowas sein, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Dann Quartermark immer noch sehr, sehr gut gegen unser Team. Wir haben zwar Switch-ins da rein mittlerweile oder sag ich mal einen richtig guten Switch-in mit Cramor, aber wenn er den Bandit-Nahkampf spielt, dann wird es für uns auch schon wieder schwierig. Und wir haben Tromborg als Kampf-Switch-in, der Kampf immunisieren würde. Auch das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Deswegen sind wir insgesamt ein bisschen besser gegen Quartermark geworden als in der Hinrunde, aber ich glaube, dass der immer noch sehr, sehr gefährlich ist. Und über Aerodactyl habe ich ja schon gesprochen. Vor dem habe ich echt Angst, weil ich finde Barrakiefer in diesem Matchup ehrlich gesagt nicht so gut. Ich meine, klar, wir haben Knirscher, um Durengard und Lamus sehr effektiv zu treffen, aber das macht halt jetzt nicht so viel. Die können dann beide nochmal zurückschlagen, gerade auch Durengard mit einer Prio.
Zapdos hat sowas wie Statik, das heißt, der kann auch immer auf Hits reinkommen, lebt die ganz gut, kann uns paralysieren und dann ist Barakifa quasi useless. Und so weiter und so fort. Deswegen fühle ich Barakifa in diesem Matchup eigentlich nicht so sehr. Und dann wäre Aerodactyl, wenn Belly das auch sieht, das schnellste Pokémon im Match, wenn wir keinen Vulture-User spielen. Und dann kann der sehr gefährlich werden, weil der auf irgendwas reinkommen kann, was er unter Druck setzt. Und wenn er dann einen Drachentanz oder sowas rausholt, outspeedet er auch unseren Vulture-User, hat die nötige Durchschlagskraft, um vielleicht an Cramor auch vorbeizukommen und so weiter und so fort. Ne? Dementsprechend, Akani mit Bedroher will man auch ungern mitnehmen, weil der Siegeswille Quatermark steht. Also stehen kann, das ist das Problem, wisst ihr? Deswegen, da ich Barakifa nicht sehe, macht es Aerodactyl ein bisschen gefährlicher. But hey, gucken wir mal, was wir letztlich mit dabei haben. Und es gab ja ein Pokémon, was am ersten Spieltag gegen Belly, im ersten Match, dezent gut performt hat und das ist Kyurem. Und genau mit dem legen wir heute auch los. Allerdings dieses Mal mit einem speziellen Kyurem, aber ein Kyurem, was auf einem ähnlichen Ansatz basiert. Und zwar Eis und Geist sieht insane gegen Belly aus. Deswegen spielen wir dieses Mal spezielles Kyurem mit der Walbrille und Gefriertrockner und Spukball. Und mehr brauchen wir auf diesem Set meiner Meinung nach nicht. Denn wenn wir uns jetzt angucken, okay, wir kommen rein in verschiedenste Pokémon. Wie gesagt, die Speed-Tiers sind für uns wieder sehr angenehm, denn wir spielen 154 Speed. Ich überlege gerade, warum 154 Speed noch gleich. Aber wir sind auf jeden Fall damit schneller als Nidoking. Das können wir schon mal festhalten, so wie es ist. Ja? Und wenn wir schneller sind als Nidoking, sind wir auch schneller als Viscogon, Gardevoir, bla 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 bla. Das heißt, nur drei Pokémon können schneller sein, plus der Vulture-User. Zapdos sehe ich eher in einer defensiven Rolle. Das heißt, wir sind schneller als 9 Pokémon. Ja, weil 2 könnten doch schneller sein. Alolan Snubbelicat, weiß ich nicht, ob der mitkommt. Könnte sein, muss nicht. Aerodactyl, weiß ich nicht, ob der mitkommt. Könnte sein, muss nicht. Ist aber auf jeden Fall gefährlich für uns. Aber das sind sogar Wackelkandidaten. Das heißt, wenn alles gut läuft, könnten wir sogar schneller sein als 5 Mons. Das halte ich für realistisch, weil wenn Aerodactyl nicht mitkommt, wird er wahrscheinlich einen Scarfer mitnehmen. Also 4 bis 5 Mons sollten wir outspeeden können. Und dann kommen wir rein in verschiedene Mons, sowas wie Lamus oder so, und drücken Gefriertrockner. Was switcht in einen Wahlglas Gefriertrockner? Aerodactyl? Nö, der ist tot. Alolan Snubbelicat? Nö. Weil der ist halt bulky auf der physischen Seite wegen dem Fellkleid. Aber sonst will der da eher nicht reinwechseln und kann uns auch nicht wirklich revengen. Zapdos? Eher ungern, würde ich sagen. Der kann tatsächlich in den Gefriertrockner leben, unter Umständen. Aber wahrscheinlich setzen wir dann einfach nach. Nidoking? Nö. Viscogon? Viscogon ist so eine Sache. Tatsächlich, wenn man den speziell defensiv und mit Offensivweste spielt, kann der tatsächlich einen Wahlglas Gefriertrockner zweimal nehmen. Was crazy ist, okay? Was super crazy ist. Das heißt, der könnte reinkommen. Aber egal, ob wir unseren Eis- oder Drachenstab nutzen, will Viscogon da wirklich reinkommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn Viscogon da steht, gegen Kyurem, dann bleibt es im Matchup auch drin. Aber hart darauf reinwechseln, halte ich für unwahrscheinlich. Und vor allem, wenn der Offensivfeste ist oder sowas, vielleicht schon vorher Chip gefressen hat, wie dem auch sei, dann sind wir halt schneller mit unserem Kyurem und können nochmal nachsetzen. Wie gesagt, ist kein safer To-Hit, aber nur dann, wenn er den wirklich mitnimmt, super speziell defensiv mit Offensivweste spielt und dann auch noch reinwirft. Und dann keine Tarnsteine liegen oder sowas. Von daher auch eher weniger ein Switch-In. Gardevoir kommt in den Gefriertrockner okay rein, wenn er den defensiver spielt, weil, ja, ist halt nur ein neutraler Move, aber macht trotzdem soliden Damage und wir outspeeden und wenn Tarnsteine liegen, ihr wisst Bescheid, dann ist auch hier ein Tool-KO durchaus möglich. Quatermark ist eher bulky auf der physisch-defensiven Seite, von daher, der kriegt auch gut Damage. Durengard, merken wir uns. Apokalyp, nee, auch wenn der speziell defensiv sehr strong ist, sehr effektiver Hit, trifft den sehr, sehr gut und von daher, klar, wenn der Offensivfeste spielt oder sowas, ich weiß nicht genau, ob er dann zwar jetzt leben kann, aber selbst wenn, revenge der uns nicht. Also vor dem haben wir auch nicht wirklich Angst. Stalos wird auch nur neutral getroffen, hat aber nicht die beste spezielle Defensive. Von daher können wir den mit einem Gefriertrockner auch durchaus wahrscheinlich To-It-KO'n. Und Lamus, ja, auch eher weniger, selbst wenn der Offensivweste trägt. Dementsprechend gibt es nur Durengard.
als Switch hin. Und wir haben ja noch einen zweiten Move. Und das ist der Spukball. Und jetzt können wir gucken, also wir machen das jetzt in der Schnellfassung, in der Kurzfassung, was wechselt richtig gerne in den Spukball rein? Klar, potenziell erstmal ein bisschen mehr, weil das kein Stab von uns ist. Aber es ist auch nicht so viel schwächer, weil Gefriertrockner ja nur Stärke 70 ist. Spukball ist zumindest Stärke 80. Von daher macht auch überall guten Schaden drauf. Und er hat nur eine einzige Geist-Resistance. Und das ist Alolas Nobilicat. Und das hat jetzt nicht die beste spezielle Defensive. Von daher, das kommt da rein, macht dann aber nicht super viel gegen uns. Wie gesagt, alles andere, gerade die guten Switch-Ins in der Eisattacke, sprich Gardevoir und Durengard, werden sehr effektiv getroffen. Das bedeutet, gefriertrockener Spukball, ultra strong. Ultra strong gegen Belly. Insbesondere deshalb, weil Kyurem auch einen soliden Speed gegen ihn hat. Wir werden wahrscheinlich immer versuchen, in Lamus, Apokalypse, sowas in die Richtung reinzukommen. Am liebsten halt Lamus. Und werden versuchen, einen Spukball direkt rauszuböllern. Weil der Switchen schlechthin ist halt Durengard. Also in die Eisattacken. Und selbst wenn wir nicht Wahlglas sind, dann dürfte der auch in den Spukball gut reinkommen. Da wir Wahlglas sind, ist es für ihn relativ schwierig, okay? Und wir könnten immer noch Setup fahren. Und dann kann er halt immer mit Stahl nachsetzen, mit dem Step und uns sehr, sehr gut pressuren. But yes. Und er kann eine Anti-Geistbeere tragen und sowas. Das sind alles Optionen, die Kyurem aufhalten würden. Aber sobald wir einen Spukball mal raushauen, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Und vielleicht reicht ein zweiter Spukball sogar schon hinterher. Je nachdem, was für ein Set er spielt, je nachdem, wie er investiert ist und so weiter und so fort. Also die Kombination aus Kyurem, Wahlglas, dem Speed, den wir hier spielen und diesen beiden Moves ist insane gut. Danach konnte ich dann relativ frei wählen, was ich so spielen möchte. Ich habe überlegt, Draco zu spielen. Wie ihr seht, ist der drauf. Ich habe überlegt, Psychokinese zu spielen, um Quatermark nochmal ein bisschen Saber rausnehmen zu können direkt. Ich habe überlegt, in Richtung Eisstrahl noch zu gehen, falls wir dann die beiden speziellen oder die beiden Wasser-Pokémon eliminiert haben. Aber ehrlich gesagt, gerade Lamus, den ich sehr wahrscheinlich sehe, wird möglicherweise recht lange durchhalten. Und von daher weiß ich nicht, ob sich der Eisstrahl so sonderlich lohnt. Ich habe überlegt, in Richtung Drachentanz zu gehen tatsächlich, falls unser Wahlglas abgeschlagen wird, dass wir dann einen Drachentanz setupen können. Oder Schuppenschuss, wäre beides eine Option gewesen, um dann nochmal Speed zu bekommen, um auch Aerodactyl zu outspeeden und dann richtig Druck zu machen und die Moves frei wechseln zu können und sowas. Oder eben Schleuder, um selbst entscheiden zu können, hey, jetzt glaube ich, kommt ein Switch und ich will mich eigentlich jetzt gerade nicht mehr festlegen, worauf ich mich locken möchte, dann werfe ich mein Item durch die Schleuder dahin, macht minimalsten Damage. Aber wir sind unser Item los und können frei wählen. Weil manchmal nervt es dich ja, also manchmal sind Choice-Items am Anfang eines Matches richtig gut und irgendwann denkst du dir so, oh, wenn jetzt das Choice-Item runter wäre und ich frei wählen könnte, wäre so gut für die Endphase. Und für den Fall habe ich Schleuder mit dabei. Ich sage mal, wir drücken Schleuder zu 0,2% oder sowas in diesem Match. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir den Draco drücken, aber der Draco ist zumindest eine Option, wenn Gardevoir nicht dabei sein sollte oder besiegt sein sollte, dann macht ein Wahlglas Draco insane Damage auf jedes einzelne Pokémon. Außer vielleicht Durengard, aber den wollen wir ja wie gesagt am Anfang des Games möglichst schon mal anknacksen durch einen Spukball. Ja, und danach ist der Draco insane, ja, wenn Gardevoir nicht dabei ist. Aber auch hier, Gardevoir wird vielleicht mitkommen als Kyurem switchen. Durengard wird ebenfalls da sein. Ob wir den Draco drücken, weiß ich nicht. Also ich glaube, Gefriertrockner Spukball sind die Moves, die wir brauchen. Und viel mehr ändert sich daran nicht. Ich überlege jetzt bloß genau, warum ich nochmal so viel Speed gespielt habe, wie ich gespielt habe. Möglicherweise wegen einem Speed Creep von Zapdos. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass sich, also wir spielen ja 154 Speed, dass Belly sich denkt, ja, okay, wir können Zapdos halt eh nicht outspeeden. Das heißt, wir gehen hier, wir speedcreepen auf Nidoking, gehen auf 151, er geht auf 152. Deswegen gehe ich halt nochmal drüber und ich glaube, 153 Speed ging nicht, sondern da war so ein Sprung von einem Punkt. Deshalb sind wir bei 154. Ich glaube, das war der Grund, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ansonsten lässt sich zu diesem Investment hier nicht großartig viel sagen. Wir haben ein bisschen KP-Investment, weil das noch übrig war. Und ja, ansonsten alles in den speziellen Angriff, um möglichst stark zu böllern. Dieses Kyurem ist auch so mehr oder weniger unsere Wincon. Für uns gibt es jetzt halt nur ein paar Aufgaben. Und zwar, wir wollen nach Möglichkeit irgendwie verhindern, dass Hazards liegen, weil wir haben keine Plateauschuhe und Tarnsteine tun Kyurem immer sehr weh.
Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch versuchen, Kyurem so oft wie möglich überhaupt reinzubekommen. Weil den hart reinswitchen fühle ich nicht, weil der dann vielleicht in potenzielle Prio-Range kommt und so weiter und so fort. Wollen wir nicht. Das heißt, Momentum und Defog wären eine ganz gute Option für uns. Cramor ist optimal in diesem Matchup für uns. Denn wir spielen hier Kehrtwende und Auflockern. Ja, und speziell defensiv mit Überresten. Ja, was bedeutet das im Klartext? Naja, wir können, also ich würde sagen, Bellis Team ist tendenziell spezieller investiert oder speziell offensiv stärker. Kann man so ein bisschen hinterfragen, aber sowas wie Viscogon, Gardevoir, Nidoking, Zapdos, Alolan Mobilicat ist so mixed, Lamus, ne, die sind eher speziell. So, und die haben Coverage Moves, die Cramor ganz gut treffen, aber wenn Cramor speziell defensiv investiert ist, so viel Investment, wie wir hier fahren, mit speziell defensiven Wesen, dann kommen wir in die meisten Mons relativ gut rein. Also ein Gardevoir ohne Damage-Item wird uns mit einem Donnerblitz nicht Two-Hit KO'en können. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, das ist ziemlich nice. Und gegen die anderen physisch, und das gleiche gilt auch für Lamus dann, der wird uns mit einem Feuersturm, glaube ich, auch nicht Two-Hit KO'en können, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Von daher kommen wir in sehr, sehr viele Mons rein, denn in die physischen Angreifer, die haben oft nicht die Coverage, um uns zu treffen. Sprich, Aerodactyl, das ist die Steinkante, der beste Move. Was haben wir noch so? Quatermark müsste Nahkampf halt der beste Move sein. Halt die Stabs, die starken Stabs werden dann auf uns raufgeballert. Durengard, theoretisch auch, wenn er physisch ist, ist halt Dunkelklaue, Nahkampf, sowas in die Richtung mit das Beste, was er gegen uns hat. Ja, und von daher switchen wir potenziell in jedes einzelne Mon rein. Klar, Nidoking, Zapdos, die sind ein bisschen schwieriger. Aber selbst gegen die, wenn die gegen uns reinkommen sollten, wir sind fit, dann leben wir dann den Hit und können mit der Kehrtwende dann Momentum generieren. Ich spiele hier tatsächlich auch ein negatives Initiativewesen, damit wir auf einen Speedwert von 78 kommen. Und der wiederum ist dafür relevant, dass wir ein uninvestiertes Durengard outspeeden können. Wenn Durengard auf negatives Initwesen geht, dann anders speeden können. Nicht outspeeden können, sondern anders speeden. Wir wollen langsamer sein als Durengard. Wir wollen den Hit abfangen und dann mit der Kehrtwende reinwechseln können in Kyurem zum Beispiel. Genau, und deswegen spiele ich Minus-Initwesen. Wenn Durengard auch Minus-Initwesen spielt, dann outspeeden wir den nicht. Ist halt dann so. Und Aranestro, Stalos und Lamus, die können wir leider nicht anders speeden quasi. Das wird alles ein bisschen zu knapp werden und von Aranestro will ich auch nicht unbedingt einen Aqua-Durchstoß nehmen als Cramor, sondern würde da ganz gerne ein anderes Pokémon reinwechseln. Deswegen da schneller zu sein, eine Kehrtwende rauszuholen, ist ganz gut. Und Stalos, Lamus, die kann ich halt wirklich nicht outspeeden, anders speeden. Ne? Von daher drücke ich da halt eine Kehrtwende drauf und dann ist okay. Können wir uns gegen Stalos auch überlegen. Gegen beide können wir uns überlegen, ob wir eine Kehrtwende drücken wollen, weil auch ein Beulenhelm durchaus eine Option ist auf beiden Pokémon. But hey, und Lamus hat ja sogar nochmal Negativ-Prio mit Teleport. Da bringt uns das insgesamt nicht so viel. Ja, das zur Defensive Cramor. Wie gesagt, ne, da kommt in super viel rein, erzeugt Momentum mit Kehrtwende und das kann dann zum Beispiel Kyurem in eine richtig gute Position bringen. Lediglich Aranestro, Stalos, Lamus. Da sind wir halt nicht langsamer, aber wir können auch auf Switches reagieren. Also wenn in die reingeswitcht wird, können wir natürlich auch gut in Kyurem kommen. Dann haben wir logischerweise den Ruheort mit dabei, um möglichst lange fit zu bleiben. Deswegen auch die Überreste, die ich hier letztlich als bestes Item gesehen habe. Wir spielen auch noch die Spiegelrüstung als Fähigkeit. Ich habe überlegt zwischen Erzwinger und Spiegelrüstung. Mit Erzwinger könnten wir halt die ganze Zeit Ruheort, 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 Ruheort drücken. Und die AP von Attacken wie Feuersturm auf Lamus zum Beispiel leerstallen, dass der gar nichts mehr gegen uns machen kann und dann rausgehen muss und so weiter und so fort, wäre eine Option. Habe mich aber für die Spiegelrüstung entschieden, weil es hier und da ein paar Optionen gibt, wie wir Drops bekommen könnten. Und die würde ich sehr gerne verhindern, denn Spiegelrüstung wirft ja Drops, also wenn unser Angriff gesenkt wird zum Beispiel, wirft es das ja auf den Gegner zurück. Und ich sag mal, das Wichtigste, was passieren könnte, wäre Gardevoir mit Magieflamme, falls sich Belly gegen Donnerblitz entscheiden sollte und die Spiegelrüstung auf Cramor vergisst. Ich gehe nicht davon aus, dass er das tut.
Vor allem, weil Donnerblitz auch eine größere Base-Stärke hat. Aber die Magieflamme trifft auch viele andere Pokémon sehr gut. Nämlich Elfun, Voltula und Trombork. Dementsprechend und ist auch nicht so schlecht gegen Slembrim zum Beispiel, um da den Spezialangriff schon mal zu senken und einen Vorteil zu bekommen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, wenn er das vergisst, dass er das über Donnerblitz spielen sollte, weil Donnerblitz gegen uns halt nicht so gut ist. Ja, außer halt gegen Kramor, ne? Und vielleicht Barakiefer noch. Ja, auf jeden Fall, wenn die Magieflamme kommt, senkt das ja unseren Spezialangriff normalerweise. Wird auch soliden Schaden gegen uns machen, aber wir werfen das Ganze dann zurück auf Gardevoir und dadurch senkt sich der Spezialangriff von dem Jungen oder von der Frau um eine Stufe und wir können das noch besser easy backtanken. So, ne, das ist die Idee hinter Spiegelrüstung. Gibt halt auch noch sowas wie Aqua-Durchstoß, wo die Verteidigung sinken kann. Dann werfen wir das auch zurück, was ganz cool sein könnte und, und. Aber vor allem für diese Magieflamme ist das da. Fand ich hier ein bisschen wertvoller. Ja, Auflockern haben wir mit am Start, ne, logischerweise, um die Hazards zu entfernen. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit Auflockern, weil eben Quatermark auch reinkommen kann, Siegeswille triggern kann und so weiter und so fort. But hey, wie gesagt, Kyurem müssen wir vor den Tarnstein schützen. Ist elementar wichtig, um den möglichst oft und möglichst gut reinzubekommen. Ja, und dann gibt es aber noch ein Problem und das nennt sich Durengard. Ich wollte einen Durengard switchen haben und dafür ist Kramor halt super gut geeignet, wie in vieles andere auch. Aber Durengard könnte natürlich auch hier für einen Delegator gehen oder irgendwie sehr offensiv sein oder Schwächenschutz oder whatever. Und es gibt ein paar Probleme und deswegen muss Kramor auf jeden Fall irgendwas gegen Durengard machen können. Und deswegen spiele ich hier Gegenstoß und das ist ein weiterer Grund auch noch, warum ich Minus Initiative spiele, damit ich langsamer bin als Durengard, damit ich mit dem Gegenstoß als Zweiter angreife, denn dann wird die Stärke von Gegenstoß von Stärke 50 auf Stärke 100 erhöht, ist sehr effektiv gegen Durengard und macht damit genug Schaden, um in jedem Fall einen Delegator zu brechen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Es gibt jetzt viele Durengard-Sets, die kommen könnten. Er könnte einmal als Switchen gedacht sein für Kyurem. Das wäre die wahrscheinlich beste Option für uns, weil der dann offensiv nicht so gefährlich ist. Es könnten Wahl-Glas-Wahl-Band-Sets sein. Von denen gehe ich eher ein bisschen weniger aus, weil wir halt zum Beispiel in den Spukball mittlerweile Amigento Unlicht haben, was wir gut reinwerfen können. Es könnte ein Schwertern-Set oder sowas sein. Es könnte ein Delegator-Set sein oder sowas. Gegen die kommt Silver relativ okay an. Und dann könnte es aber auch noch ein Autotomie-Set sein. Und ein Autotomie-Set, kann ich schon mal so weit sagen, wäre für uns ein riesiges Problem für den 6er-Kader, den wir hier mit dabei haben. Denn mit Spukball und Lichtkanone und dann vielleicht noch dem Nahkampf, um Amigento zu treffen, wäre der ziemlich gefährlich. Ja, sehr, sehr gefährlich. Insbesondere, wenn der Schwächenschutz spielen sollte und wir den triggern würden. Das wäre ziemlich, ziemlich kritisch. Deswegen müssen wir gegen Durengard gucken, wie wir dagegen spielen. Wir müssen vielleicht sogar drinbleiben mit dem einen oder anderen Mon und den einfach sofort attacken, dass wir dem keinen Sub gönnen und dass wir den schon mal andamagen, denn dann kann Kramor den in der Regel finishen. Sollte er Wahlglas, Wahlband sein, kriegt er vielleicht einen Kill, danach kommt Kramor aber rein, überlebt jeden Hit definitiv und kann mit Gegenstoß revengen. Sollte er Autotomie Schwächenschutz sein, sollten wir auch in der Lage sein, auf plus 2 einen Hit zu nehmen, wenn wir Full KP sind. Das kann natürlich durch Tarnsteine verhindert worden sein oder dass wir schon angechippt sind oder sowas in die Richtung. Autotomie Durengard mit Schwächenschutz wäre insane problematisch, aber theoretisch haben wir die Möglichkeit, das mit Silver, mit unserem Kramor abzufangen. Mal sehen, ob es klappt oder nicht. Aber dafür ist der Gegenschuss da, ist die beste Attacke, die wir gegen den Jungen haben. Lassen keinen Zap zu, machen Damage, können den finishen. Insbesondere, was man ja nicht vergessen darf, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wir machen genug Damage, um den Zap zu brechen, wenn er in seiner defensiven Form ist. Ja? Aber dadurch, dass wir langsamer sind, im Optimalfall greift er uns ja erst an, wir tanken den Hit, ist also in seiner offensiven Form und wir drücken dann den Gegenstoß und machen natürlich viel, viel mehr Schaden. Und wenn er ein bisschen Chipfeuer hat, nehmen wir den auf jeden Fall raus. Wenn er komplett fit noch ist, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht töten. Wenn ich den Kalk jetzt richtig im Kopf noch habe.
Also da, auch damit können wir natürlich so ein bisschen spielen, mit dieser offensiven, defensiven Form, die sich switcht. Ich glaube, Belly hat auch gar nicht so oft Königsschild mit dabei, um wieder zurück zu switchen. Aber selbst wenn er das tun sollte, ich habe das nicht überprüft, ob es genauso funktioniert. Könnte aber sehr, sehr gut sein. Da auch da schützt uns Spiegelrüstung ein bisschen. Denn wenn wir mit Gegenstoß auf das Königsschild treffen, dann würde ja unser Angriff um eine Stufe senken. Das dürfte hoffentlich die Spiegelrüstung aber zurückwerfen und damit sogar den Angriff von Durengard um eine Stufe senken. Das heißt, wenn er physisch ist, würden wir ihn damit sogar nochmal schwächen, was sehr, sehr geil wäre. Das Wichtigste ist aber, dass unser Angriff nicht gesenkt wird, dass wir mit Gegenstoß noch mega viel Schaden machen. Oder genug Schaden auf jeden Fall. Das ist die Idee hinter diesem Kramos-Set. Kommt in super viel rein, erzeugt Momentum, bringt uns Hazard Control und kann gleichzeitig auch noch Durengard mit Setup einigermaßen handeln und stoppen. Und das ist etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat. Weil wir in einem einzigen Pokémon so viele Aufgaben vereint haben, ohne dass dieses Set wirklich überladen ist. Denn klar, es gibt viele Pokémon, wo wir sehr passiv gegenüberstehen, aber damit erzeugen wir Momentum und bumm, gehen wir in irgendwas rein, was Druck macht. Kramor einfach Gold wert in diesem Kader, in diesem heutigen Team. Ich bin gespannt, ob es so weitergeht und mal sehen, wie es dann natürlich letztlich auch performen wird. Gut, das zu Kramor. Ich habe bereits erwähnt, dass wir natürlich Momentum wollen, haben wir jetzt mit Kramor bekommen, aber wir werden heute ziemlich stark auf Momentum gehen. Und was natürlich auch noch sehr praktisch wäre, was ich auch vorhin erwähnt habe, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel Viscogon oder Gardevoir, die eventuell einen Hit von Kyurem leben, also zweimal leben könnten, wenn die Tarnsteine liegen würden, wäre das natürlich ziemlich cool. Und deswegen Tarnsteine mit reinzunehmen, Momentum zu generieren, das ist doch die Aufgabe von unserem guten alten Swarmbird. Und der kommt hier mit einem relativ interessanten Set daher. Also das Set an sich sieht erstmal Standard aus, aber das Item ist tatsächlich eine ganz coole Sache für uns. Wir spielen Tarnsteine, logischerweise. Tarnsteine sind ganz gut, weil Zapdos, Aranestro, ich habe Ultra-Panik vor Aranestro. Wegen Klebenetz wäre super ätzend, wenn wir das nicht wegbekommen. Wegen dem Aqua-Durchstoß, der mega reinzimmern kann und so weiter und so fort. Aber auch Zapdos, aber auch Aerodactyl, alle drei sehe ich irgendwo. Und wenn alle drei oder zwei von denen mitkommen sollten, dann sind Tarnsteine extrem wertvoll, weil nur einer von denen Plateauschuhe spielen kann. Und das wäre ziemlich geil, Das wäre ziemlich geil, wenn wir mit dem restlichen Tarnstein schon mal richtig guten Schaden machen. Und zusätzlich kommt natürlich der Effekt gegen Viscogon und Gardevoir vor allem dazu, aber auch gegen einen Lamus, dass die Belebekraft nicht so viel recovert, weil er immer wieder ein bisschen Chip bekommt, wenn er reinkommt. Und dass wir die Belebekraft damit auch ein bisschen nerven. Von daher Tarnsteine in diesem Matchup ziemlich wichtig, für uns auch. Ja, dann die Rollwände, wie gesagt, ne, logischerweise, wir wollen Momentum generieren. Wir kommen in viele Pokémon rein. Wir sind hier auch größtenteils speziell defensiv investiert, um abermals ein Nidoking-Check zu sein. Ich glaube, das haben wir am ersten Spieltag auch schon so gemacht. Ich habe mir, by the way, extra nicht meine Sets vom ersten Spieltag angeguckt. Einige sind natürlich so ein bisschen im Kopf hängen geblieben und gerade während des Teambuildings kam dann auch wieder so ein bisschen was hoch. Ah ja, das wäre eine ganz gute Option, immer noch. Aber ich habe mir die extra nicht angeguckt, um nicht irgendwie beeinflusst zu sein, nochmal dasselbe zu fahren, sondern möglichst unbeeinflusst in diesen Kampf zu gehen und auf neue Ideen vielleicht zu kommen. Weil vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon so voreingenommen seid, dann fällt es sehr schwer, neue Ideen, neue Wege zu sehen. Und deswegen habe ich da gar nicht erst auch nur eine Sekunde reingeguckt. Ja, auf jeden Fall spielen wir den speziell defensiv, größtenteils um Switchen in Nidoking zu sein. Scheues Nidoking, Erdkräfte, bester Move gegen uns. Also klar, wenn er nicht scheu spielt, sondern mäßig, ist natürlich noch besser, aber ihr wisst, was ich meine. Scheu, Lebenorb, Erdkräfte leben wir mit diesem Investment zweimal und das ist ziemlich geil, denn dann kommen wir rein und können theoretisch mit der Rollwende wieder Momentum generieren. Ja, das ist ziemlich nice, weil wir setzen Nidoking damit natürlich auch unter Druck. Wenn aber irgendwas reinkommt, erzeugen wir direkt mit der Rollwende Momentum. Zum Beispiel ist ja gerne Lamus ein Switchen. Und den wollen wir heute, an diesem Spieltag, sehr abusen. Denn der könnte auch durchaus in Kramor reinkommen oder sowas. Weil der den auch ein bisschen pressert und halt keinen Chip-Damage frisst und so weiter und so fort. Aber vor allem in Sumpex könnte der gerne reinkommen. Und von daher switchen wir dann, kriegen Kyurem rein. Aber auch sowas wie Zapdos könnte gerne in Kramor und in Swampert reinkommen. Und ja, kriegen wir Kyurem rein, ne? Ist ganz nice. Auch wenn Nidoking drin bleiben sollte, zum Beispiel, und für Erdkräfte nochmal geht, wir überleben knapp, drücken dem eine Rollwende, tut schon mega weh. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden es macht, aber nicht wenig. Könnten wir auch Kyurem gehen, wenn er nicht Wahlschall ist. Selbst wenn er Wahlschall ist, dann ist er ja auf Erdkräfte gelockt und die leben wir dann auch. Also, sind ganz gute Optionen, die wir damit haben.
Dann habe ich Erdbeben mit dazu gepackt noch als Move der Ergänzung, denn Erdbeben trifft nochmal sehr viel neutral oder sehr effektiv, gerade gegen Stalos oder Durengard sind wir damit nochmal eine Option. Wir können auch mit Sumpex in Durengard switchen zum Beispiel, wäre also eine Option, weil Sumpex ist einfach dick und tankt super viel, das ist sehr angenehm. Ja, und wir treffen damit eben, wie gesagt, recht viel. Und dann habe ich noch Toxin als Ergänzung mit dazu genommen, denn Kramor, wie gesagt, ist ein bisschen passiver in diesem Matchup. Und es kommt manchmal darauf hinaus, dass wir uns, keine Ahnung, wir drücken Ruheort und bekommen 45% Schaden. Wir drücken Ruheort, bekommen danach 45% Schaden. Wir heilen uns so Step für Step hoch, aber so richtig Fortschritte machen wir nicht. Fortschritte machen wir allerdings genau dann, wenn das gegnerische Pokémon, was die ganze Zeit versucht, Kramor zu breaken, selbst wenn der 55% macht und uns allmählich breaken würde, wenn der toxiniert ist, ungünstig für ihn. Weil dann muss Kramor wirklich nur Ruheort spammen und wir kriegen immer mehr Chip, 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 Chip drauf. Und deswegen finde ich Toxin hier auch eine gute Option. Gerade, ne, wie erwähnt, Lamus, Aranestro, Zapdos zum Beispiel, die können sehr gerne in Sumpex reinkommen. Ich kann mit Rollwände reagieren, ich kann aber auch Toxin drücken. Und dann haben wir da schon mal was vergiftet. Und Sachen zu vergiften gehört ebenfalls heute zu unserem Plan. Also auch hier wieder so ein bisschen Chip, 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 Chip. Der Chip, 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 Chip ist aber auch vor allem da, dass Kramor so ein bisschen weniger passiv wird. Ne? Aber hilft natürlich dem Broilerbernd auch gewaltig. Gar keine Frage. Ja, genau. Das ansonsten zu Sumpex Moveset. Dann haben wir zum Investment vielleicht noch was zu sagen. Und zwar spielen wir neben dem Full KP und neben dem großen Investment in die spezielle Defensive auch noch einiges an Verteidigungsinvestment, was uns sehr zugute kommt, damit wir noch möglichst gut auch ein Switchen in Aerodactyl sind. Denn, wie gesagt, vor dem habe ich Angst. Klar, der sieht jetzt momentan noch nicht so mega broken gegen uns aus. Kyurem setzt er unter Druck, ja. An Kramor sollte der aber theoretisch nicht so easy vorbeikommen. Aber was man bedenken muss, ist, wenn der Setup ist, dann haben wir tatsächlich nicht sehr viel, womit unser Kramor den erwischt. Also stellt euch vor, der rechnet damit, dass wir keinen Eisenschädel spielen und ist ein Aerodactyl und wir gehen in Kramor, um das zu tanken und er geht auf Drachentanz. Dann macht eine Steinkante schon echt guten Damage, je nachdem, was der für ein Item spielt. Und klar, wir können dann mit Kehrtwind rausgehen, aber auf was? Insbesondere, wenn er dann direkt vielleicht predicted, und nochmal auf Drachentanz geht. Und dann ist er plötzlich plus 2. Ist ein bisschen schwierig dann gegen unser gesamtes Team. Sumpex ist aber in der Lage, eine ganze Menge zu nehmen von dem Jungen. Weil Steinkante wird resisted, heißt Doppelflügel ist der beste Move. Aber der ist halt nicht super langlebig, ne? Das macht es so ein bisschen schwierig. Aber deswegen wollte ich noch möglichst viel Verteidigungsinvestment haben, um dieses Drachentanz-Aerodactyl, was ich als super gefährlich einstufe, noch ein bisschen besser abzuschwächen. Ja, und dann spielen wir noch ein bisschen Initiative und zwar 52 an der Zahl, was vor allem dafür da ist, um nach Möglichkeit Durengard zu outspeeden. Durengard und Sumpex sind im Speed-Tie und ich denke, Durengard könnte sehr gerne Sumpex outspeeden wollen, um den zu finishen an einer bestimmten Stelle. Es könnte auch sein, dass er den nicht outspeeden möchte, damit er in seiner defensiven Form den Hit nehmen kann, mit dem Schwächenschutz zum Beispiel, und dann in die offensive Form wechselt. Das sind beides Optionen. Für mich war aber sehr, sehr wichtig, wie gesagt, wenn er Schwächenschutz ist, kann Kramor das im Nachhinein regeln, dass wir mit Sumpex schneller sind. Das heißt, wir können auch mit Sumpex in Durengard reinwechseln, nehmen einen Hit, würden danach zwar sterben, sind aber schneller und finishen den. Das ist der Plan. Und deswegen spiele ich relativ viel Investment dafür, dass wir im Speed-Tal sind, und zwar 52 an der Zahl, denn, ne, Belly könnte auf 81 gehen wir auf 82, 83, 84, 85, 86, 87, da sind wir. Also Belly müsste auch sehr viel Initiative spielen, um uns zu outspeeden. Könnte sein, wenn er ein Autotomie-Set ist. Dann geht er aber vielleicht auch erstmal für Autotomie. Das könnte sein. Und ich denke, diese Kombination aus Swarm World und Kramor bringt hier auf jeden Fall viel defensive Stabilität rein und sollte Durengard einigermaßen handeln können. Das ist so ein bisschen der Plan. Dann gibt es aber noch eine schöne Sache und das ist unser Item, was wir spielen. Und zwar die Eipfelbeere. Es gibt viele, viele Szenarien, in denen die Eipfelbeere richtig gut sein könnte, weil erstens ist es wie immer ein super überraschendes Item. Du musst damit definitiv nicht rechnen, weil es reicht nicht, wenn wir keine Ausdauer spielen. Aber Sumpex ist so dick, dass der gute Chancen hat, meiner Meinung nach, in diese 25%ige Range zu kommen.
Und wenn er das kommt, sieht das tatsächlich ganz geil aus, weil das könnte sehr gut gegen Aerodactyl passieren. Da können wir dann einfach nochmal eine Rollwende drauf jagen. Ist natürlich kein Aqua-Durchstoß, aber ist guter Damage. Wir behalten Sumpex auf und können dementsprechend auch auf den Hit reagieren, können aber Aerodactyl vielleicht auch schon rausnehmen. Wäre eine Option. Wenn wir den komplett bremsen wollen, können wir auch für Toxin gehen. Und chippen und dann heilen wir uns mit Kramo die ganze Zeit hoch. Dieses Toxin ist auch super gut gegen andere Pokémon, wie Snubbelicat, Zapdos, Viscogon von mir aus und so weiter und so fort. Ne? Da kann das überall nützlich sein. Wo es aber auch noch nützlich ist, ist eben gegen Nidoking, was schneller ist als wir. Da drücken wir dann Erdbeben mit Apfelbeere und wir sind Nidoking-Switchen. Wir nehmen Erdkräfte einmal relativ, so mit 45%, 40-45%. Heißt, eine zweite Erdkräfte bringt uns genau in diese Range. Das heißt, wir sind einmal switchen in Nidoking, danach geht Nidoking raus, wir gehen auf Rollwände, Tarnsteine, wie auch immer. Unser Sumpex ist noch bei über 50%. Nidoking kommt irgendwann später wieder rein, wir werfen wieder Sumpex rein und jetzt denkt er sich, okay, der kommt jetzt hier rein, der tankt zwar noch einen Hit, aber ich kann ja nachsetzen, ich bin ja schneller. Und bumm, Apfelbeere, bam, Nidoking weg. Was sehr, sehr geil wäre. Gilt aber auch für sowas wie Gardevoir, wo wir reinwechseln können, weil wir sind speziell defensiv. Eine Mondgewalt sollten wir ganz gut leben und je nachdem, auf welcher Range wir sind, können wir dann ebenfalls nochmal ein dickes, saftiges, physisches Erdbeben raushauen, was Gardevoir nicht so sehr schmeckt. Aber auch gegen Scarfa, was Gardevoir natürlich auch sein könnte, oder Quatermark sein könnte, oder Viscogon, da nochmal einen Hit rauszuhauen, mega geilo. Dementsprechend finde ich die Apfelbeere hier ist ein richtig gutes Item, ob sie triggern wird oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich sehe viele Szenarien, in denen sie triggern könnte und in denen sie uns sehr viel Mehrwert auch generieren könnte. Und deswegen Apfelbeere hier das Item meiner Wahl. Okay. Ansonsten sollte zu Sumpex, denke ich, alles gesagt sein. Jetzt kommen wir zu einem Pokémon, wo ich eben noch gesagt habe, dass ich das ehrlicherweise nicht so wirklich sehe. Aber ich hatte mein Team nachher mit 5 Pokémon gebaut, theoretisch sogar mit 4 Pokémon gebaut und fand, dass das sehr solide schon funktioniert hat. Mit dem 5. wurde es meiner Meinung nach relativ stabil schon. Und ich hatte bei dem 6. Pokémon, zu dem wir jetzt halt schon kommen, an Stelle Nummer 4, hatte ich 2 Möglichkeiten. Und zwar einmal Amigento Unlicht, um nochmal einen besseren Durengard-Switchen zu haben, in die Geistattacken zumindest. Und auch generell ist Amigento Unlicht nicht so schlecht gewesen, wenn du eine solide Coverage gespielt hättest und so weiter und so fort. Ich denke, ich kann hier gut sagen, was für ein Set ich gespielt hätte. Das wäre ein speziell offensives Amigento gewesen mit der Snarl heißt es auf Englisch, mit Standpauke, weil das unser bester speziell offensiver Move ist. Aber das ist ein Sound-Move und der geht durch Delegatoren durch, was gegen Delegator Durengard extrem geil gewesen wäre und bekommt halt Stab, weil wir Unlicht sind. Und dann glaube ich Eistrahl, womit wir super viel treffen, dem Donnerblitz, womit wir dann nochmal Lamus und Aranestro sehr gut treffen und dann war es glaube ich noch der Flammenwurf für Stalos oder sowas in die Richtung. Und damit hätten wir das gesamte Team eigentlich recht gut pressuren können. Wäre auf jeden Fall eine sehr solide Option gewesen. Hab mich aber, wie ihr schon hört, dagegen entschieden und für ein Pokémon entschieden, wo ich gesagt habe, eigentlich finde ich das nicht so gut. Und das ist Barrakiefer. Aber der Böllerfisch, der hat mich in letzter Zeit immer besser, immer positiver überrascht. Und deswegen ist der jetzt hier mit dabei. Denn das Problem, was wir haben, klar, wir können Swampert in Aerodactyl zum Beispiel reinwerfen oder so. Das geht auf jeden Fall. Aber wenn der angedamaged ist, ist es schwieriger. Und wir haben natürlich das Szenario, dass wir beispielsweise mit Kramor Kehrtwende drücken und Momentum generieren. Aber wenn Aerodactyl reinkommt, in wen gehen wir dann, wenn Sumpex schon angeschlagen ist? Wir haben so nichts, was den so richtig gut revengen kann. Was irgendwie ein bisschen nervig für mich ist. Und auch gegen Alola Snubbelicat, auch Alola Snubbelicat outspeedet unser bis hierhin gesamtes Team. Auch dagegen hätte ich sehr gerne eine Möglichkeit, um schneller zu sein und den revengen zu können, dass er nicht direkt wieder Abgangstirade drückt und so weiter und so fort. Ja, und ich habe mich letztlich dafür für den Böllerfisch entschieden. Den wollte ich sehr, sehr gerne haben, um dieses Aerodactyl noch weiter eingrenzen zu können. Weil wenn der Bandit ist und Sumpex weg ist, dann holy shit ist der gefährlich für uns. Also der sieht auf dem Blatt, also wenn ihr das jetzt hier so seht, sieht er gar nicht so gefährlich aus. Aber ich fand den im Teambuilding ultra scary und deswegen wollte ich hier den Böllerfisch auch noch haben. Der Böllerfisch ist auch nicht so schlecht, wie ich grundsätzlich erstmal angenommen habe. Denn der Aqua-Durchstoß funktioniert ganz gut gegen den Großteil des Teams. Setzt halt sowas wie Gardevoir vor allem auch nochmal unter Druck, was ich recht problematisch finde mit dem Aqua-Durchstoß. Und wir können hier auch mit der Rollwende wieder Momentum generieren. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn es gibt
sehr solide Switch-ins in diesem Fisch. Es könnte aber auch sein, dass Belly mit dem eher weniger rechnet, weil, wie gesagt, so krass ist der nicht, aber ich glaube, dass wir den trotzdem gut gebrauchen können. Aranestro, Lamus, die kommen relativ gut in uns eigentlich rein. Gerade Aranestro. Da haben wir, ist unser bester Move die Sprungfeder und das ist halt ein Two-Turn-Move. Bringt uns irgendwie nicht so viel. Ich habe überlegt, ob ich Energiekraut spielen möchte oder so, aber das hat mich nicht wirklich zufriedengestellt. Von daher, da drücken wir eine Rollwende drauf und können switchen. Einziges Problem ist, wenn Aranestro mitkommt und H2O-Absorber spielt. Weil dann wird er nicht nur die Rollwende von Sumpex abfangen, sondern auch die Rollwende von Böllerfisch. Und das wäre ziemlich problematisch. Für Swampert wäre es gar nicht so problematisch, weil der jagt dann Toxin drauf. Das ist auch okay, wenn wir Swampert entbehren können. Für den Böllerfisch wäre es ziemlich problematisch, weil das ein Hardcounter ist. Unser bester Move ist dann der Knirscher dagegen. Ich meine, wenn die Tarnsteine liegen und der keine Plateauschuhe spielt und wir den predikten und mit Knirscher angreifen, dann pressuren wir den auch ein bisschen. Aber ehrlich gesagt würde dann Blutsauger zum Beispiel wieder echt Probleme machen, weil das ist ein Step 80er Move, der heilt. Und Barakiefer ist halt nicht wirklich dick. Dementsprechend würde der sich dann auch wieder gut hochheilen können. Dieses Aranestro wäre auf jeden Fall ein Problem für uns. Ansonsten finde ich den aber, wie gesagt, echt gut, weil der vieles pressuren kann. Insbesondere Aerodactyl. Mit Rollwende aber gleichzeitig nicht zu passiv ist und die Switch-Ins quasi wieder abusen kann. Und gerade wenn Aranestro und Lamus, die beiden Switch-Ins schlechthin da reinkommen sollten, können wir wieder daraufhin Kyurem reinbringen. Die machen gegen Kyurem nicht viel und Kyurem setzt die hart unter Druck. Und das ist ja genau das Szenario, was ich wieder will. Also ich baite quasi die Pokémon mit Barakiefer rein, die ich mit Kyurem abusen möchte. You know? Das ist so ein bisschen auch noch ein Punkt für Barakiefer. Was mich aber auch an Barakiefer gestört hat und an dieser Rollwende, ist, dass Zapdos halt easy peasy reinkommen kann, drückt uns Statik und er ist useless. Das habe ich am Anfang erwähnt. Aber das können wir halt verhindern, indem wir einfach Schutzpolster spielen. Barakiefer ist hier nicht unser Breaker. Das ist unser schnellstes Mon, was wir dabei haben werden. Und er soll Sachen finishen oder eben die Leute reinbaiten, um Kyurem besser zu machen. Und Kyurem ist unser Breaker. Okay? Dementsprechend brauchen wir hier dieses Mal nicht unbedingt ein Damage-Item. Und spielen Schutzpolster, um die Statik nicht zu kriegen. Das gleiche gilt auch für den Beulenhelm, den Lamus zum Beispiel spielen könnte oder so. Auch der affektiert uns dann nicht. Und das bedeutet auch, dass wir keinen Chip-Damage durch Leben-Ob bekommen und vielleicht sogar mal hier oder da einen Hit nehmen. Also von Lamus könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass wir einen Hit nehmen. Stardust Erdbeben könnten wir vielleicht auch leben und tatsächlich einmal drin bleiben und den noch so ein bisschen breaken. Was ja auch noch für Kyurem so ein bisschen problematischer ist, also Stalos könnte schon ein bisschen was aushalten, je nachdem, wo der reinkommt, je nachdem, ob der frisch reinkommt oder nicht. Snobilicat, wie gesagt, setzen wir ein bisschen unter Druck und so, und das finde ich insgesamt ganz, ganz nett so. Ja, als Coverage-Moves spiele ich dann Knirscher und Nahkampf. Ich hätte sehr gerne noch die Wasserdüse mit dabei gehabt, um eben Drachentanz-Aerodactyl bestrafen zu können oder Walschall-Nidoking bestrafen zu können oder auch gegen Walschall-Quatermark noch eine Prio zu haben oder Gardevoir oder sowas, ne, logischerweise. Fand aber drei Wasser-Moves ein bisschen zu viel, weil ich wollte, klar, ich habe die Rollwände, aber wenn ich bin ansonsten dann doch ein bisschen zu passiv. Wie gesagt, Lamus kann ich mir vorstellen, dass er bis zum Ende irgendwie leben könnte. Und stellt euch vor, dann lebt nur noch Böllerfisch und Kramor oder sowas. Dann muss ich zumindest irgendwas haben, um dem was anzuhaben. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall den Knirscher. Und auf den Rest hätte ich verzichten können, weil ich brauche den Nahkampf nicht unbedingt. Finde aber, dass der halt gegen Alolan Snobilicat noch ein bisschen Druck macht. Und den anzudamagen, ist mir tatsächlich auch gar nicht mal so unwichtig. Und dann einen Nahkampf raufzuzimmern, klar, der wird halbiert vom Damage durch das Fellkleid, aber das ist immer noch ein Nahkampf, okay? Der sehr effektiv ist. Das macht schon soliden Damage. Und den nehme ich auf jeden Fall mit. Gerade weil Böllerfisch halt das Pokémon ist, was Alolan Snobilicat outspeeden kann und dementsprechend auch finishen soll. Deswegen habe ich mich für diese Moves hier letztlich entschieden. Interessant ist vielleicht auch noch, warum wir Schraubflosse über Wassertempo spielen. Ich meine, beide Fähigkeiten sind relativ useless, aber es besteht die geringe Wahrscheinlichkeit, dass Viscogon ein Hydrationsset ist, dementsprechend Regentanz spielt, dementsprechend würden wir Wassertempo abusen können, aber es gibt ein Pokémon im Bellys Team mit Fährte, also Erfassen, was unsere Fähigkeit ebenfalls kopieren könnte. Und in dem
komplett unwahrscheinlichen Fall, dass das passieren könnte, oder für diesen komplett unwahrscheinlichen Fall, dass das passieren könnte, dass Regentanz gesetupt wird und Gardevoir dann mit Fährte Wassertempo kopiert und plötzlich alles outspeedet und seine Moves frei wählen kann mit Lebenorb oder sowas, entscheide ich mich lieber für Schraubflosse, die komplett useless Fähigkeit. Ich meine, klar, ich könnte auch von Wassertempo profitieren und es ist eh ein Szenario, was sehr wahrscheinlich nicht eintreffen wird, aber nur für den Fall, dachte ich mir, ist das vielleicht hier insgesamt besser. Ja, Investment muss ich glaube ich nicht zu sagen, wir sind schneller als Aerodactyl, Rest geht in den Angriff und in die KP und Verteidigung und so, da muss ich jetzt gar nichts zu erzählen, das ist komplett langweiliges Investment. Aber ich denke, Schutzpolster und die Mons rausbaiten, damit Kyurem da ordentlich Druck machen kann, ist schon mal nicht schlecht. Es gibt jetzt aber ein paar Pokémon, wie gesagt, die, wenn die komplett fit sind, immer ein Problem für uns sind. Und das ist zum Beispiel Gardevoir, das ist ein Aranestro potenziell auch, gerade weil sich das potenziell auch wieder hochheilen kann. Das ist sowas wie ein Stalos. Gerade Aranestro und Gardevoir sind Pokémon, die auf der speziell defensiven Seite grundsätzlich gut sein können. Und was auch passieren könnte, wäre, dass Gardevoir zum Beispiel ein Gedankengut-Set ist und sich anfängt gegen Kramor zu Gedankenguten. Wäre nicht so cool, aber wir wechseln dann eben mit Kramor immer mit einer Kehrtwende gegen Gardevoir raus und wollen halt irgendwas reinbringen, was den einfach ausnocken kann. Und Kyurem kann das mit einem Spukball sein, aber wenn er für Gedankengut geht, wird es Kyurem wahrscheinlich nicht sein, der da einfach easy peasy dieses Gardevoir ausnocken kann. Swampert ist langsamer und Gardevoir kann einen Energieball. Der Böllerfisch ist eine Option, aber ob ein Aqua-Durchstoß one-shottet ohne Damage-Item, weiß ich auch nicht. Aber das ist zumindest eine Option. Der macht aber wiederum nichts gegen Aranestro. Für den brauchen wir halt immer noch was, wenn der speziell defensiv ist. Und deswegen, und weil wir bisher jetzt nicht so die neben Kyurem den Druckmacher haben, wollte ich noch einen zweiten Druckmacher mit dabei haben und das ist unser Terrybark, unser Terrakium, unser Killer Number One momentan in der Top-Kill-Liste. Und der hat ein, ja, nicht super interessantes Set, würde ich mal sagen. Wir spielen den mit hartem Wesen, denn das können wir tatsächlich, weil wir können Alolas Nobilicat eh nicht outspeeden und Aerodactyl. Und wir können Nidoking mit hartem Wesen outspeeden. Und Zapdos, wie gesagt, ich poker hier ein bisschen darauf, dass kein offensives Zapdos kommt, aber wenn offensives Zapdos kommt, sollten wir das, denke ich, mit dem Böllerfisch ganz gut hinbekommen. Swampert sollte auch in Ordnung sein und den Toxiken können. Und der Broilerband wird halt auch nicht gewone-shottet oder sowas. Das geht schon alles irgendwie. Und deswegen habe ich Zapdos einfach mal ignoriert und bin hier auf Nidoking gegangen, um hartes Wesen zu spielen. Und dann haben wir Nahkampf, Steinkante, Erdbeben, Vielender als Moves. Nahkampf, The Stab, logischerweise trifft ein paar Pokémon gut, darunter Stalos und Alolas Nobilicat, trifft aber auch einige neutral effektiv. Wir haben die Steinkante, die relativ solide gegen das Team aussieht. Da kommen halt Quatermark, Nidoking, Durengard und Stalos rein, trifft aber Aranestro halt super hart. Und die Steinkante ist auch der Move to go, wenn wir Gardevoir und Aranestro ausnocken wollen, weil das werden die nicht so easy wegstecken können. Und wenn doch gerade so, haben wir immer noch Barakiefer, der finishen kann. Also zumindest Gardevoir, gegen Aranestro können wir dann wieder Kyurem reinwerfen und so weiter und so fort. Wir brauchen da ja eben nur Chip drauf, aber Kyurem, Terrakium kann die einfach auch wegböllern, was ganz cool ist. Wir haben Erdbeben drauf. Erdbeben ist vor allem für Durengard, aber auch für Nidoking ist eine sehr gute Ergänzung, eine sehr wichtige Ergänzung. Kann aber auch gegen Stalos wichtig sein, wenn wir nicht mit Nahkampf unsere Verteidigungswerte droppen lassen wollen. Also auch da nicht zu unterschätzen. Und der Vielender ist natürlich super, super wichtig für Lamus. Also den brauchen wir einfach für Lamus, ansonsten bleibt dieses Set einfach an Lamus hängen. Vielender macht auf jeden Fall über 50%. Selbst wenn er komplett physisch defensiv ist, soweit ich weiß, sollte also immer ein Two-Hit KO sein durch das harte Wesen, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Könnte auch ganz knapp unter 50% machen, aber dann haben wir wieder die Tarnsteine von Sumpex, die uns helfen, oder das Toxin oder sowas, was relativ wichtig wäre. Genau. Das Item, was wir hier spielen, ist die Schukebeere und die wirkt erst einmal unspektakulär, ist sie de facto auch, aber das ist ein unfassbar gutes Item gegen Belly, meiner Meinung nach. Denn erstens haben wir mit Terrakium jetzt eine weitere Möglichkeit, die wir in Aerodactyl reinwerfen können. Denn Aerodactyls bester Move ist das Erdbeben. Und das können wir halt abfangen mit der Schukebeere. Überleben das auf jeden Fall und nehmen den mit einer Steinkante oder einem Nahkampf raus. Ist sehr cool. Zapdos werden wir sehr wahrscheinlich outspeeden.
Reinkante, bam, let's go. Nidoking, klar, der kann Wahlschall sein und kann uns dann einfach mit Erdkräfte ausnocken. Normalerweise. Aber Schuckebeere. Wir überleben den Hit und können ihn selbst mit dem Erdbeben super hart damagen. Vielleicht sogar One-Hit-KO. Dann geht es weiter mit... irgendwas gab es, glaube ich, noch. Theoretisch Viscougan könnte noch Erdbeben haben, kann aber auch durchaus andere Moves haben. Ja, und dann vor allem natürlich Stalos. Ne? Also Stalos, klar, kann auch für den Eisenschädel gehen. Gerade wenn er rohe Gewalt spielt, ist es wahrscheinlich eher der Move to go. Aber ob er Eisenschädel tatsächlich spielen wird, I don't know, ist nicht so schlecht gegen uns. Ne? Wir haben Elfen, wir haben Celebrimbor, wir haben Terrakium, wir haben Kyurem. Müssen wir immer mit rechnen, dass dann Eisenschädel kommt. Aber vielleicht spielt er Robustheit und dann ist natürlich Erdbeben eher der Play. Es sei denn, er riecht Kramor, aber da bringt halt Eisenschädel auch nicht wirklich viel. Dementsprechend könnte da definitiv das Erdbeben kommen. Und das würden wir leben. Und deswegen auch nochmal hier relevant, dass wir Erdbeben selbst spielen, weil dann können wir Stalos erstmal mit Erdbeben andamagen, die Robustheit anknacksen. Dann kommt sein Angriff. Wir haben keine gedroppten Verteidigungswerte. Überleben also ein Erdbeben auf jeden Fall. Ein Eisenschädel denke ich aber auch, weil Stalos, wie gesagt, jetzt nicht so den Mörderangriff hat, aber ist immer noch ein sehr effektiver Step. Darf man nicht unterschätzen. Und danach können wir dann mit dem starken Nahkampf nachsetzen, nachdem der überhaupt erstmal angeknackst ist. Auch dafür halt eine sehr, sehr gute Option. Deswegen, Schuckebeere bringt uns einfach in verschiedenen Matchups die Möglichkeit, ohne Probleme drin zu bleiben und gefährliche Pokémon wie Aerodactyl und Nidoking zu eliminieren, aber auch Stalos super hart anzuknacksen, wenn nicht sogar rauszunehmen. Und das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr nice. Ansonsten ist zum Investment wenig zu sagen. Habe ich, glaube ich, alles erklärt. Rest geht wie immer in die KP. Können hier also ein bisschen bulkigere Variante von Terrakium spielen. Nicht super bulkige, aber ein bisschen. Und vor allem hartes Wesen. Ich glaube, das konnten wir bisher auch noch gar nicht machen. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Pokémon, was unser Team nochmal so ein bisschen ergänzt. Und es ist ein Newcomer. Und eines der Pokémon, auf die ich am gehyptesten bin. Dementsprechend könnt ihr natürlich schon ahnen, was für ein Pokémon es ist, weil Amigento habe ich ja bereits ausgeschlossen. Es ist Trombog. Trombog ist hier mit am Start. Unser Donald Trump. Ja, und der ist tatsächlich ziemlich geil in diesem Matchup. Also, Real Talk. Ich hab nicht das Problem gehabt, ein Set für den zu finden, aus dem Grund, dass ich versucht habe, den irgendwie in dieses Matchup reinzukriegen. Sondern der hat super viele Sets gehabt, die potenziell richtig viel hätten machen können. Und ich habe mich jetzt letztlich für ein defensiveres Set entschieden. Mit Schutzschild, Egelsamen, Poltergeist und Toxin. Und sehr defensivem Investment, ne, mit Full KP und sehr viel in die spezielle Defensive. Ganz bisschen in die physische Defensive und ganz bisschen in die Initiative. Warum genau, kommen wir gleich dazu. Aber diese defensive Variante mit Toxin und Egelsamen finde ich halt wieder ein bisschen besser. Weil sie erstens Terrakium und den Böllerfisch ermöglicht, vielleicht auch zu breaken, wie es Kyurem ja immer eigentlich machen kann, aber hilft natürlich auch Kyurem. Aber insbesondere das Toxin, wie bei Sumpex, hilft auch sehr Kramor. Egelsamen hält so, außerdem Trombog selbst sehr gut am Leben, aber kann auch dafür genutzt werden, um dann einfach mal Hard Switches in Kyurem zu machen. Weil entweder predikten wir einen Switch zum Beispiel und dann steht Kyurem gut gegen diesen Switch. Oder das Pokémon bleibt drin, damage Kyurem zwar an, Kyurem bekommt aber auch Egelsamen Recovery. Auch das wäre eine gute Option. Ne? Deswegen Egelsamen, Toxin auf jeden Fall für das Team schon mal sehr, sehr gut. Aber Donald Trump ist potenziell in der Lage, extrem viele Matchups zu gewinnen. Wir haben einen speziell defensiven Switchen, wir haben zwei speziell defensive Switchen sogar mit Kramor und Swampert. Aber wir haben jetzt sogar mit Donald Trump noch einen dritten. Und dadurch sollte die spezielle Offensive, die ich gegen uns halt sehr gefährlich sehe, etwas besser gehandelt werden können. Noch, weil wir Optionen haben. Sehr viele Optionen. Und Donald Trump wird in kaum einem Matchup wirklich passiv. Denn Egelsamen und Poltergeist, das ist eine tatsächlich sehr nette Kombination gegen Belly. Denn, ja, wir haben vorhin schon gesagt, dass Geist nicht so schlecht aussieht gegen ihn. Und Poltergeist ist Geist und sieht nicht schlecht aus gegen ihn. Er hat einen einzigen Switchen. Also vom Typing her. Und das ist Alolas Nobilicat. Der macht aber auch nicht so krassen Druck gegen uns, dass wir uns mega davor in die Hose scheißen müssen. Als Trombog. Ja. Es gibt natürlich Pokémon, die da gut reinkommen in den Poltergeist. Sowas wie Stalos nimmt den halt easy peasy. Gar kein Ding. Aber alles andere will so ein Poltergeist gar nicht unbedingt abbekommen. Zapdos, Statik, triggert auch nicht, weil Poltergeist keinen Kontakt herstellt. Auch das ist natürlich nochmal sehr, sehr gut.
Egelsamen wiederum können von ihm gar nicht abgewehrt werden. Er hat kein Pflanzenmon, er hat nur Vegetarier auf Viscogon. Das könnte natürlich kommen. Ob das wiederum einen Poltergeist fressen will und danach toxiniert werden möchte, ist eine andere Sache. Wenn es Vegetarier ist, das Vegetarier-Set ist, dann kann es schon mal nicht Hydration Erholung sein mit Regentanz. Das fällt dann weg. Das heißt, Toxin wird dann direkt besser. Er kann natürlich Vegetarier mit Erholung Schlafrede oder sowas sein, aber das wäre, glaube ich, machbar für uns. Das wäre, glaube ich, in Ordnung. Ja, und deswegen sieht Tromborg eigentlich sehr geil aus, weil wir immer Poltergeist free drücken können, wir können immer Egelsamen free drücken und um alles andere noch hart unter Druck zu setzen, haben wir dann auch noch Toxin. Vierter Move, den wir spielen, ist Schutzschild. Item, was wir spielen, ist Zitrobeere. Fähigkeit, die wir spielen, ist reiche Ernte. Plan mit Tromborg ist also folgendes. Wir sind switchen in verschiedenste Mons und können dementsprechend da rein switchen. Wahrscheinlich wird Tromborg aber unser Lead-Pokémon sein, denn es gibt, wie gesagt, nicht sehr viele Pokémon, die Tromborg richtig unter Druck setzen. Tromborg, by the way, auch richtig guter Switchen in Aranestro. Wir haben gegen Aranestro ansonsten ein paar Probleme, was in diesen Aqua-Durchstoß reinzuwerfen, wenn er Bandit ist. Purim, okay, aber den wollen wir eigentlich nicht andamagen lassen. Und der kann Aranestro auch nicht unbedingt one-shotten. Und es könnte immer noch ein Verteidigungsdrop kommen. Wäre alles nicht so cool. Den Rest wollen wir da nicht reinwerfen. Tromborg hingegen nimmt Aqua-Durchstoß und Blutsauger von Aranestro ohne Probleme. Wenn er Bandit ist, macht es tatsächlich über 50%. Knapp. Aber dann triggert ja die Zitrobeere und wir sind wieder über 50%. Sprich, dann kann uns Aranestro nicht rausnehmen. Und selbst wenn wir schon angedamaged sein sollten und irgendwie auch nach der getriggerten Zitrobeere nur bei 40% sind oder sowas, kann reiche Ernte direkt wieder triggern. Zitrobeere kommt wieder hin, heilt uns wieder hoch. Wenn das nicht passieren sollte, haben wir Schutzschild, um nochmal die Chance zu haben, dass reiche Ernte triggert, dass wir die Beere bekommen und in der Range sind, um den nächsten Aqua-Durchstoß zu überleben. Und das ist ziemlich cool. Weil danach können wir gegen Aranestro dann Egelsamen drücken, dann wieder Schutzschild, dann verliert er KP, während wir recht gut recovern können durch die Zitrobeere und Egelsamen. Und dann sollte er dieses Matchup tendenziell eher nicht gewinnen. Und selbst wenn er dann einen Verteidigungsdrop bekommt und wir Tromborg rauswechseln müssen, wenn die Egelsamen erstmal drauf sind, können wir auch in Kyurem gehen. Das ist genau das Szenario, was ich eben schon erzählt habe. Und das ist ganz cool. Right? Aber wie gesagt, wollen wir Donald Trump als Lead-Pokémon nehmen. Denn schauen wir uns an, gegen welche Pokémon der tatsächlich ein schlechtes Matchup hat. Lamus? Nö. Drücken wir Poltergeist, drücken wir Egelsamen, drücken wir Toxin, können wir alles drücken, was wir wollen. Der macht uns nicht viel. Der kann uns toxinieren. Toxinieren kann uns natürlich vieles, wäre nervig, aber aushaltbar. Tatsächlich, weil unsere Recovery extrem strong ist mit Egelsamen und der Zitrobeere. Die immer mal wieder triggern kann. Stalos? Egelsamen drauf. Anchippen, der hat keine Recovery, außer Item. Nehmen wir Poltergeist, bisschen Chip-Damage, der macht gegen uns auch nicht viel, ist in Ordnung. Aranestro, wie gesagt, dafür sind wir die Switchen. Durengard ist ein bisschen problematisch. Hier spielen wir aber 44 Initiative-Investment, um schneller zu sein als der. Nicht so viel Speed, dass wir, wie bei Sumpex, das heißt, wir können hier durchaus wahrscheinlich von Durengard outspeedet werden, weil wir in den meisten Fällen gegen Durengard rauswechseln möchten. Ja, wir haben Switchins, wir haben Sumpex, wir haben Silver, in die können wir reingehen zur Not, das ist in Ordnung, okay? Aber wir können auch, wenn Durengard schon angedamaged ist und er sein Item noch hat, Poltergeist drücken und den nochmal gut damagen. Wir können auch Egelsamen draufballern, aber theoretisch ist vielleicht eher Poltergeist unser Play, damit wir den Delegator nicht zulassen. Und wenn er speziell ist mit Spukball, dann knockt er uns noch gar nicht unbedingt aus. Das heißt, das wäre auch okay. Und dann triggert wieder die Zitrobeere und wir bleiben auf einer soliden Range, dass wir danach, wenn wir den angedamaged haben, hart auf Kramor rauswechseln könnten, weil der gewinnt ja dann, wenn Durengard erstmal angedamaged ist, im Normalfall. Right? Deswegen, das ist okay. Und Tromborg ist dann immer noch nicht weggeworfen, weil der sich einfach durch diese Zitrobeere immer wieder durch Schutzschild auf 50%, auf über 50% heilen kann. Und dann ist er wieder auf einer Range, wo der vieles leben kann. Quatermark kann den Abschlag haben. Ob der aber wirklich Abschlag gegen uns drücken möchte, wenn da ein Terrakium in the bag ist, den wir da reinwerfen könnten, wenn der gelockt ist natürlich, davon gehen wir mal aus. Wenn er nicht gelockt ist, sind wir schneller, also ist auch okay. Und Redlichkeit triggern, weiß ich auch nicht unbedingt. Schutzschild übrigens natürlich auch gut gegen gelockte Pokémon zu protecten. Und was auch noch mit dazu kommt ist, wenn wir Poltergeist auf Mons drücken, erfahren wir ihre Items.
Okay, das heißt, wir können herausfinden, wer der Scarfer ist zum Beispiel. Oder können herausfinden, ob irgendwo eine Antibeere drauf ist. Oder dass da Zitrobeeren drauf sind. Oder. Super nützlich, Poltergeist auch nochmal dafür, um Items zu scouten. Nächste gute Funktion von Trombok. Okay, dann geht's weiter. Wie gesagt, Abschlag, okay, aber ich glaube, selbst der wird uns nicht unbedingt ausnocken. Das heißt, wir könnten den dann zum Beispiel wieder Egelsamen, aber wir wollen unsere Zitrobeere natürlich nicht verlieren. Da müssten wir dann in dem Fall am ehesten rauswechseln, vermutlich in Silber. Aber ja, ansonsten Trombok aber auch eine Option, um rein zu switchen in den Nahkampf von Quadamark. Gegen Gardevoir sollten wir auch jeden Hit eigentlich leben können. Also Spukball ist der beste Move gegen uns und der ist halt nur Stärke 80. Wenn der Wahlglas sein sollte, dann macht das natürlich sehr guten Damage. Keine Frage. Aber wir sollten das leben. Habe ich jetzt nicht genau gekalkt, aber so schätzungsweise. Zitrobeere bringt uns wieder hoch und wir drücken den Poltergeist. Und den überlebt Gardevoir wahrscheinlich nicht mal unbedingt. Von daher will Gardevoir eigentlich auch nicht in uns drin bleiben. Finde ich gut. Biscuigon, speziell offensiv, macht uns das nichts. Physisch offensiv, sollte uns das nicht viel machen. Kriegen wir hin. Nervig wäre natürlich Vegetarier, aber dann haben wir Toxin. Und wenn er Hydration ist, haben wir Egelsamen. Kriegen wir hin. Nidoking. Wir sind ein solider Nidoking-Switchin, tatsächlich. Ein weiterer, neben Swampert. Denn wir kommen super gut in die Erdkräfte rein, die er wahrscheinlich drücken wird, wenn er Nidoking erwartet. Oder er switcht halt einfach. Schlammwoge macht ein bisschen mehr Schaden gegen uns, aber auch hier kommen wir, glaube ich, wieder so ungefähr in die Zitrobeeren-Range. Bleiben wir fit. Klar, Flammenwurf, Eistrahl, die wollen wir nicht unbedingt nehmen, aber wenn wir im Lead-Matchup sind, sollten wir die nehmen und können den auch hart bestrafen. Mit Poltergeist oder mit Egelsamen. Und Poltergeist können wir herausfinden, zum Beispiel wieder, ob der Wahlschall ist. Auch wieder super gut. Zapdos ist so ein Ding. Zapdos kann natürlich Orkan spielen, spielt Belly auch sehr gerne. Dementsprechend, das wird schwierig, aber wenn wir ein defensives Zapdos vor uns haben, macht er ungefähr 70%. Und wir können den toxinieren. Und danach triggert unsere Zitrobeere, wir sind bei über 50%, wir drücken dann Schutzschild und alles ist wieder relativ gut und wir chippen den schon mal an. Danach gehen wir wahrscheinlich raus auf irgendwas, sowas wie Swampert. Swampert kann dann wiederum Rollwände drücken und so. Zapdos bekommt die ganze Zeit Toxinschaden, ist alles sehr angenehm. Wenn er offensiv ist, haben wir, glaube ich, eine minimale Chance, das zu überleben. Wenn er offensiv ist mit Damage-Item, dann würde er uns one-shotten. Da wäre es wahrscheinlich wichtig, dass wir erstmal ein bisschen scouten. Aber die defensive Variante ist natürlich erstmal die, die am wahrscheinlichsten ist. Aludas Nubilicat, wenn der komplett offensiv ist, mit einem Stab und Lichtmove, vielleicht kann der uns ausnocken. So oder so wollen wir den Abschlag eher nicht haben. Das heißt, dagegen wäre Trombok nicht so gut. Und gegen Aerodactyls Doppelflügel, der würde auch wehtun. Aber entweder macht der Doppelflügel der eine, ich habe hier nicht gekalkt, über 50%, dann triggert die Zitrobeere. Der wird niemals wie viel müsste er machen? 66% oder sowas in die Richtung. Wird niemals einen Doppelflügel machen. Wir haben auch ein bisschen defensives Investment und KP-Investment. Und wenn einer über 50% macht, triggert die Zitrobeere und wir überleben den zweiten. Oder einer macht unter 50%, dann überleben wir auch den zweiten. Also selbst dagegen könnten wir drinbleiben und Egelsamen oder Poltergeisten toxinieren. Wäre ebenfalls eine Option. Ob wir das wollen, ist eine andere Sache. Wir haben erstmal noch Switch-ins gegen den. Und das wird wahrscheinlich eher so sein. Aber Trombok, super gutes Matchup gegen super viele Pokémon. Steht super solide da. Kann super viele 1v1s gewinnen. Rein theoretisch, wenn es immer richtig triggert und so weiter und so fort, würde ich sogar behaupten, dass Trombok, wenn alles perfekt läuft, das gesamte Match alleine gewinnen könnte. Dazu muss natürlich alles passen. Das wird es niemals tun. Aber Trombok sieht echt gut aus in diesem Matchup. Und das finde ich sehr nice. Von daher freue ich mich auf den Ganoven. Bin sehr gespannt, ob der dieses Team nochmal gut zusammenhalten wird. Wie gesagt, der funktioniert nochmal als weitere Option gegen Nidoking, gegen Aranestro. Offensiv, Chip, Erholung, Toxinieren. Super gut. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ist natürlich ein relatives Standard-Set auf Trombok. Aber Trombok hat mehrere Standard-Sets. Und das ist so cool. Also ich liebe diesen D-Pick und ich bin sehr, sehr gespannt, was der Match machen wird. Das soll es für heute aber gewesen sein. Unser Plan also, viel Momentum, um Kyurem reinzubringen. Das ist der Hauptplan und drumherum können wir sehr, sehr viel machen mit Überraschungen auf Eifelbeere, mit Toxic Stall durch die Toxin-User und Kramor, Druck auf der physischen Seite durch den Burlerfisch und Terrybark. Ich hoffe, dass das hier gut funktionieren wird. Ja, schreibt eure Meinung zum Team doch gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit den vier neuen Kandidaten schon mal zu bilden.
Ich habe mich etwas vielseitiger gefühlt als mit Raichu und Bisofang zum Beispiel und mit Fruyal. Fruyal war immer eine gute Option, aber Fruyal war irgendwie immer so festgefahren in meinem Kopf. Ich hoffe mal, dass das bei Trombork, Kramor und Co. nicht unbedingt so sein wird. Wir werden sehen. Bis dahin und tschüss. Wir sehen uns beim Kampf um 14 Uhr müsste der dann kommen. Bis dahin und tschüss.